Ich bin in Solingenwald und bin hier verabredet mit Wolfgang Günther. Ja, Herr Günther, ich stehe hier vor einem denkmalgeschützten Gebäude. Was war hier vorher? Hier war vorher am Anfang eine Schweiferei, später noch verschiedene andere kleine Firmen. Das Gebäude hier ist ja so aus dem Jahre 1880 ungefähr. Da wird schon einiges Verschiedenes im Laufe der Jahrzehnte nie gewesen sein. Und was ist hier heute? Heute ist einmal hier der Walder Bürgerverein mit einem Veranstaltungsraum. Und zum zweiten Mal ist hier das Deutsche Laura und Hardy Museum untergebracht. Und genau das wollen wir uns jetzt ansehen. Okay. Wir befinden uns jetzt hier im Dick und Doof Museum. Was gibt es hier alles zu sehen? Ja, was gibt es hier alles zu sehen? Natürlich gibt es erstmal diese vielen, vielen schönen Filmplakate zu sehen von den Filmen von Stan und Ollie. Dann jede Menge Nippes-Figuren, kleine Figuren, große Figuren. Und natürlich auch machen wir hier für unsere Besucher regelmäßig auch Filmvorstellungen. Können Sie sofort liefern? Selbstverständlich, Madame. Wissen Sie, mein Sie Geburtstag. Ich möchte ihn gern überraschen. Oh, natürlich. Und Ihre Adresse bitte? 1127 Hornet Avenue. 27 Hornet Avenue. Sehr schön. Moment mal, Herr Postrat. Ja, bitte. Könnten Sie mir sagen, wo 1127 Walnut Avenue ist? 1127 Walnut Avenue? Ja. Das ist das Haus da oben, ganz am Ende der Treppe. Das ist das Haus da oben, ganz am Ende der Treppe. Schön ruhig stehen, Susi. Ja, wie ist diese Leidenschaft entstanden für dieses Museum? Ja, viele Dinge entstehen natürlich in der Kindheit. Ich wurde von meinem Vater sehr oft an der Hand genommen ins Kino. Da sah man natürlich sehr oft einen Dick und Doof-Film im Vorprogramm oder wir sahen später auch einen dieser wunderschönen Langfilme von Dick und Doof. Und das hat mich damals schon so inspiriert und nicht mehr losgelassen. Dass wir dieses Museum hier haben, da haben die beiden selber auch eine kleine Rolle drin, denn wir haben viele Dinge gesammelt, aber jedes Mal jemals da ein Museum für draus zu machen, dann, die Intention hatten wir eigentlich nie, aber da haben es dann Olli Burschen eingegriffen und haben also dafür gesorgt, dass wir das Museum hier tatsächlich eröffnet haben, weil auch das Interesse der Menschen an unserer Sammlung sehr, sehr groß war und wir einfach nicht anders konnten. Welches sind denn die interessantesten Stücke aus dieser Sammlung? Ja, es gibt einiges. Zum Beispiel haben wir hier eine Schallplatte von den beiden aus dem Jahr 1932. Das ist die einzige Platte, die Stan und Ollie selber besprochen haben. Und zwar am Ende ihrer ersten kleinen Tournee durch England im Jahr 1932.
wir natürlich hier auch zeigen in großer Vielfalt. Das sind Auslandfotos von den Filmen der beiden, die also früher schon in den Schaukästen der Kinos gehangen haben. Mit vielen Nadellöchern zum Teil versehen. Wie bekannt sind Dick und Doof heutzutage noch bei den jungen Menschen? Also Dick und Doof sind wohl die einzigen Komiker aus der Zeit des Stummfilms, die heute noch so präsent sind.